Hey, hier sind wir wieder vom Fucked Real Life Team, heute mit dem Unboxing-Video vom Logitech Speaker Lab Desk N700. Ich werde Ihnen die Waffe reichen und dann legen Sie mal los, Herr Eve. Öffnen wir das gute Gerät mal. So, wundervoll. So, also, das Speaker Lab Desk N700 soll erstmal auf jeden Fall für bessere Kühlung sorgen, hat dann noch zwei Lautsprecher dran, die auch sehr gut sein sollen. Also von den Bewertungen her ist es eigentlich immer sehr positiv ausgefallen. Ich habe ein 17 Zoll Notebook, ist eigentlich nur ausgelegt für bis zu 16 Zoll, aber ich denke mal, das sollte eigentlich kein Problem sein. Das Beste an diesem ganzen Gerät ist eigentlich, dass es nur über ein USB betrieben werden muss. Also es muss keine Software installiert werden, überhaupt nichts, einfach nur an einen freien USB-Port anschließen und die Kühlung und der Soundgenuss sollen losgehen. So, jetzt fangen wir mal an. Wie von Logitech erwartet, sogar sehr, sehr schön verpackt. Oho. Das fasst sich auch sehr hochwertig an. So, jetzt mal an. Kommen Sie herum. Ich komme. So, hier sehen wir zwei Nupsis. Ich habe momentan eine billige, sehr billige Variante. Ist da ein Gummi? Ist das ein Gummi-Nupsi? Das ist gummiert, ja. Ich habe momentan eine sehr billige Variante vom Ikea. Bekommt man dort für 10 Euro. Ist natürlich preisgünstiger, aber da fehlen zum Beispiel solche Nupsis. Und ja, ich pflege kopfüber von der Decke an meinem Laptop zu arbeiten und da werden diese Dinge doch schon helfen. Hier haben wir das Kühlersystem dran. Hier sind die zwei Speaker. Und man hat auch schöne Bedienelemente dabei, also Kühler an-aus, wie man hier so schön sieht. Dann haben wir Lautstärke, leise, laut und Lautstärke aus. Gucken wir uns das ganze Gerät mal von hinten an. Sehr weich. Hier natürlich, dass es auch nicht auf den Beinen wehtut, dass man da keine Verschlechterung bekommt. Hier ist der Lüfter mit drin, wie man schön sieht. Und die einzigste Verbindung, wie ich schon erwähnt habe, die es braucht, ist dieser wunderschöne eine USB. Was ist dies, um die Fragen schon mal vorwegzunehmen? Dies? Sieht aus wie ein USB-Nippel. Ja, es ist noch ein separater USB. Nein, man führt es hier wahrscheinlich so an der Seite entlang, aber ich weiß es nicht genau. Dann schauen wir mal, was noch innenliegend ist. Wahrscheinlich wenig. Getting Start. Nichts Besonderes. Lohnt sich wahrscheinlich noch nicht mal zu lesen. Hier noch was an der Seite. Nein, das ist es schon im Großen und Ganzen gewesen. Wenn ihr Interesse an dem Ding habt, ich kann auch noch mal eins im Gebrauch machen oder eine Rezension darüber schreiben oder fragt mich einfach, ob das Ding was taugt, ob es gut ist. Und gerade wenn ihr mit einem 17 Zoll Laptop hantiert, weil ich das auch mache und es eigentlich nur für 16 Zoll ist, werde ich es testen. Ich gehe aber davon aus, dass es auch genauso gut funktionieren wird. Also, fuck the real life!